Die Flexileine. Die Flexileine. Ein absolutes Logo in der Hundeerziehung? Das erfährst du in diesem Video. Geht los. Go. Dogma TV. Wow. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma und heute geht's um die Flexileine. Und gleich vorneweg, so schlecht ist die gar nicht wie ihr Ruf. Also, du kannst ruhigen Gewissens schon eine Flexileine benutzen. Ich habe da noch einen kleinen Kniff, den verrate ich dir aber erst später. Ich möchte dir aber erstmal erzählen, wann du eine Flexileine wirklich auch nutzen kannst. Ja, wenn du zum Beispiel unterwegs bist, meinetwegen auf dem Feld, ja, und da ist links und rechts kein Baum, kein anderer Hund und so weiter. Bevor du da mit einer Schleppleine rummachst und da ständig dreckige Hände bekommst, gerade jetzt beim Regenwetter und dir das noch irgendwie da wegschnabbelt, mach eine Flexileine dran, wenn du sagst, ach, ich hab's einfach lieber, wenn es nicht so dreckig wird. Ich habe da keine Lust zu. Natürlich ist eine Schleppleine immer besser. Du hast die bessere Ansprache, du kannst deinen Hund besser führen und so weiter und so fort. Du nutzt aber auch nur die Schleppleine, wenn ja dein Hund schon leinführig ist. Sprich, diesen Radius von meinetwegen diesen 8, 9, 10 Metern gar nicht mehr überschreitet. Sonst macht auch die Schleppleine gar keinen Sinn, wenn er da dran hängt wie so ein, ja? Also, du hast die Flexileine, und darauf wollte ich hinaus, du hast die Flexileine erstmal nur dann in Benutzung, wenn dein Hund schon verstanden hat, er soll bei dir in diesem Radius laufen. Ja, und du sagst, du hast einfach keine Lust auf diese dreckigen Hände, auf dieses Ranfädeln, auf dieses Umfädeln, Umgreifen, das ist dir alles viel zu stressig. Du willst einfach hier das Ding in der Hand haben und dann gib ihm 5 Meter, gib ihm 3 Meter oder gib ihm 10 Meter, es kommt natürlich auf die Leine an. Da ist aber noch eine Kleinigkeit, und zwar, wenn du deinen Hund an diese Flexileine befestigst, hat der immer so einen Zug. Ne? Der spürt also irgendwie immer am Geschirr am besten, also macht das nicht so mit dem Hals, beim Geschirr ist der noch besser, weil mit dem Geschirr ist ja Freizeitmodus und der darf ja am Geschirr schon ein bisschen ziehen, am Halsband ist das ja ausgeschlossen, also nimm da lieber das Geschirr. Und du siehst ja, der Hund, der ist immer so ein bisschen in Spannung mit dir, ja. Und das Blöde ist, der Hund weiß auch nie, wann kommt denn dieser Stoppie. Ja, es kann mal nach 10 cm sein, es kann mal nach 1 Meter sein, ja. Und damit mal ist da so ein Ruck drin. So, jetzt die Idee, und die ist nicht schlecht. Und zwar, kriegst du, meinetwegen, ach, du kriegst überall so ein, so eine Feder, ja, so ein Zwischenstück für die Leine. Bei mir ist das natürlich hier bei 3 Hunden, weil ich da auch teilweise 3 Hunde dran habe zur Dämpfung, ja, ist das so ein Riesenteil. Wenn ein Hund natürlich ein Schäferhund ist, macht das auch total Sinn. Vor allem ist das schwer. Es ist halt auch schwer, und das bedeutet, der Zug, der lässt nach. Siehst du? Ich kann das hier rausrödeln, so, ja, und ich kann da immer mehr nachgeben, also so, jetzt geht es natürlich nach unten, so. Ja, also du siehst, die Leine schafft es nicht, dieses Zwischenstück nach oben zu ziehen. Also die Spannung, die lässt nach zum Hund. Der ist nicht im ewigen Druck. Ja. So, du kannst genauso stoppen, du kannst ihn genauso auch wieder ranholen. Ja, das bleibt. Also so, du hast diese Zugkraft noch, aber nicht dieses permanente Zug am Hund, was gut ist. Und vor allem, egal wann du einen Stoppi drückst, der Hund wird in jedem Fall immer gedämpft. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so, weil die Dämpfung für große Hunde ist. Aber da gibt es auch kleine Zwischenstücke. Die sind nicht so schwer. Also dann hol dir lieber so ein Zwischenstück, so mit einem Tandem, was ordentlich lang ist, so 40 cm meinetwegen. Ja? Dann hast du auch schon ein ordentliches Gewicht daran, was dann wieder durchzieht. Und vor allem, wenn du die Leine einholst und bis zu diesem Zwischenstück, hast du 40 cm immer noch Platz, ja. Du holst dir nicht so sonst wie weit hier ran ans Halsband oder ans Geschirr, sondern hast immer diese 40 cm in Spanne, und dann ist es wie eine normale Leine mit natürlich einem bisschen Expander. Also, du tust deinem Hund damit nicht weh, er bekommt keinen Druck mehr, er kann immer diesen Stopp, den du irgendwann drückst, was er ja nicht weiß, wann der kommt, ja, wie bei einer richtigen Leine, die ist halt nur 1,50 Meter lang und mehr hat er nun mal nicht. Und hier weiß das nicht. Und damit wird das immer abgedämpft. Also, mit Flexileine, wenn du die benutzt, mach so einen kleinen Dämpfer dran. Also in dem Fall mach einen großen Dämpfer ran. Umso größer und schwerer, desto besser, weil der Hund dann keinen Zug kriegt.
ja, diesen permanenten Zug praktisch hier am Halsband oder am Geschirr. Das ist meine Idee für dich. Ich hoffe, du kannst das auch umsetzen. Das ist wirklich eine gute Idee. So ein Zwischenteil kannst du auch immer ans Geschirr machen. Wenn du im Freizeitmodus bist, auch mit einer normalen Leine ist das gut. Ja? Damit hast du halt den Hund immer so ein bisschen, naja, in der Dämpfung. Der kriegt da nie irgendwie diese volle Breitseite ab, sondern wird immer schön gedämpft. Das ist in jedem Fall ja, sehr sinnvoll. Gibt's in der Variante, kostet glaube ich einen Zehner. Gibt's aber auch ja, aus, ja, einfach auch ein bisschen formschöner. Ja, dann hast du da so ein, schon ein Stück Leine, so ein Stück Stoff. Da kannst du auch mal gut 20, 30 Euro ausgeben. Das bezahlst du einmal und dann hast du auch da eine ordentliche Dämpfung drin. Wenn du jetzt sagst, ach nö, ja, ich habe das gesehen für 4 Euro, kannst du auch machen. Aber das Problem ist, der dämpft nicht. Also du kannst es selber dann langziehen, ja, ohne große Spannung. Und dann ist das wieder zu Ende. Also dann geht das von hier nach da und dann war es das schon. Also sprich, der Hund, der bekommt dann praktisch nicht hier den Gongel, sondern hier, dong. Da kommt er dann auch nicht. Ne? Damit ist es nicht gefedert. Das federt. Da kann er richtig. Und das wird halt immer abgefedert. Also nimm den Dämpfer, der auch dämpft. Nicht so ein Spielzeug. Nimm was Ordentliches, ja, dass dein Hund da im Endeffekt auch richtig reinhageln kann. Gerade wenn er auch so ein Leinenzieher ist. Ja, wenn er wirklich frontal nach vorne knallt. Wenn du das noch nicht so richtig in den Griff bekommen hast. Hau ihm da so, eine, so einen Expander rein. Ja. Und das ist wieder ganz gut. Du siehst, der Spielraum ist nicht so groß. Also der muss hier schon Kraft aufwenden. Ja. Weil ich habe schon Leinen gesehen, die werden dann praktisch von einem halben Meter werden die irgendwie jetzt übertrieben 3 Meter lang. Das brauchst du nicht, weil der Hund dann weiterzieht. Das ist wie im Zugsport. Ja, da hast du auch so eine Expanderleine, die zieht sich dann ewig weit noch, weil der Hund ja dann auch schön gedämpft werden soll in der Bewegung. Das taugt aber nichts, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, weil dann zieht er immer weiter nach vorne. Das ist ja natürlich, er kommt ja mit jedem Zugstoß immer ein Stück weiter nach vorne und das treibt ihn an. Hier nicht, da kriegt er eine kurze Dämpfung, bleibt im Endeffekt genau da, wo er ist und wo er bleiben soll. Und dann war es das und du hast den Hund geschont, die Gelenke geschont, ja, und alles Mögliche. Also das ist eine gute Idee. Wenn du das benutzt, dann wieder in Kombination mit so eine Flexileine und dann entspann dich. Viel Spaß beim Gassi und bis zum nächsten Video. Ciao. Ach übrigens, suchst du noch eine richtig gute Trainingsleine für deinen Hund? Dann empfehle ich dir diese Retrieverleine mit 1,80 Meter Länge, 1,8 cm Breite, exklusiv aus dem Dogma TV eBay Shop. Greif zu. Die sind rar. Die Leine ist nicht geflochten, sie ist genäht, um deinen Hund nicht zu irritieren. Die perfekte Länge, die perfekte Breite, das perfekte Material für dein Hundetraining. Viel Spaß damit. Den Link findest du in der Beschreibung. Check mal aus und ciao. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.